Hallo? Hallo? Hi, grüß dich, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch. Euch allen hier drinnen. Hey, ich bin die ganze Zeit hier im Stream, aber mir ist gar nicht bewusst, dass ich gerade eine Anfrage geschickt habe. Ach Das habe so, ich ja, wenn du überlegt. nichts sagen möchtest, dann. Nein, also ich Okay, finde das möge gar Gott nicht dich gut, und was deine du hier Familie drinnen segnen. sagst. Also ich bin selber eine Ex-Muslimin. Ehrlich, super, Hammer. Ja, ich bin auch Ja, eine das ist ja Ex-Muslimin. toll. Und Was bist du für eine genau, Landsfrau? ich bin aus Kosovo. Ah, okay, rede Ja, und ich weiter. war ja auch selber sehr unwissend, ne? Und ja, Okay. hatte auch viele muslimische Freunde, beziehungsweise habe immer noch, ne? Aber ich war halt so auch irregeleitet, sage ich mal, unwissend. Ich fange jetzt selber an, den Koran zu lesen, damit ich selber für mich sage, Sehr wer gut. ist Mohammed? Wer war das? Sehr Seine gut. Biografie. Hammer. Ne? Weil bei den Moslems ist das so, du hörst nicht diese Liebe. Das ist ja dieser ganz große Unterschied zwischen halt die Bibel und dem Koran. Du hörst nur, ich weiß nicht, wie sie, die haben so ein Wort, so einen Begriff dafür, dieses, ich hab vergessen, das ist dünner als dein Haar. Kennst du das? Unter dir ist Ja. Höllenfeuer. Ja. Du hörst nur diese böse Sachen, du hörst mehr. Ja, wenn du stirbst, passiert das. Wenn du stirbst, deine Augen sind auf deinem Kopf. Du wirst deinen eigenen Vater wegschubsen. Ja, ich war auf alles gehört. Machen solche Sachen. Du bekommst Panik, verstehst du? Du nimmst. Und die Deutschen sind ja sowieso, Entschuldigung, zu 80, 90%, schade, leider fast alle Atheisten, ne? Nicht Ja, alle, aber die schade, meisten. ja. Ja. Und es sind ja echt viele Deutsche, die den Islam zum Beispiel auch annehmen. Aber ich kann euch auch sagen, warum die den Islam annehmen. Nicht, weil die fest davon überzeugt sind oder weil die diesen Islam schön finden, sondern weil die einfach nur Angst haben zu sterben. Fertig. Das ist die Wahrheit. Weil wenn du hörst, ne, wenn du hörst, was alles in dem Koran drin steht, wie du stirbst, du bekommst Panik. Du sagst, nein, ich will nicht so sterben. Ich habe Angst. Und dann nimmst du auch den Islam an. Ist einfach so. Ich war eine Muslimin, ich bin ehrlich, das, was ich gehört habe, ich habe Panik bekommen. Und dann habe ich mir so selber gesagt, ey, was mache ich da? Das ist doch irgendwo, da ist doch keine Liebe. Wer ist Mohammed? Wer ist Allah? Was will der von mir? Bis ich dann selber für mich die Wahrheit gefunden habe. Wo ich die Bibel angefangen habe zu lesen, wo ich dann auch den Film gesehen habe von Jesus Christus, das ist ein alter Film, ich glaube nicht, dass die neue Generation das kennt. Das ist The Passion Christi, Okay. glaube ich, heißt das. Der Passion Christi, ja, der Passion Christi. Richtig, genau. Den habe ich damals gesehen, wo ich das gesehen habe, ich bin bis heute noch, ich bekomme Gänsehaut, also was mit dem passiert ist, was die Natürlich. mit dem gemacht haben, Natürlich. was der für uns getan hat. Halleluja, siehst du? Hast du Ne? also gesehen, dass wenn jemand sagt, meine Liebe, hast du also gesehen, wenn jemand sagt, ich liebe dich und hat das auch bewiesen in Tat? Und wenn Allah, was hat denn Allah für uns gemacht? Gar nichts. Er hat Gar nichts für nichts. uns gemacht. Eben. Gar nichts. Nichts. Das Er ist nimmt uns das. sogar noch unseren Erlöser und sperrt uns den Weg zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Und Richtig. betrügt die ganzen Beteiligten an der Kreuzigung. Das ist das Heftigste von allen. Richtig. Und so halt, also wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht hier reinkommen, ich war am Liegen und ich höre die ganze Zeit Okay, den aber danke. Sonnenschein auf. Ich Dankeschön lache für mich die deine ganze Worte, Zeit ja. kaputt, aber mach weiter so, auf jeden Fall, klär die Leute auf. Die wissen nicht, was Das sie tun, sowieso. Bruder. Die wissen nicht, was sie tun, aber mach weiter so. Okay, Gott segne dich. Danke dir für deine Worte, Dankeschön, ja. euch Möge allen noch auch. sehr viele Menschen zum Glauben finden. Amen, Amen. Amen, Amen.